und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Herzlich willkommen zur Feier der Eucharistie. Schön, dass auch die Leute eingeschaltet haben, die über dem Internet mit uns verbunden sind. Herzlich willkommen zur Feier der Eucharistie, die wir jetzt feiern für die Lebenden und Verstorbenen der Pfarrgemeinden. Als 6-Wochen-Abend für Katharina Kosten, Bert Hermanns, Jahresgedächtnis für Fine Peters und Gerd Peters, für Gisbert Kosten, Gisela Roos, Theo und Gertrud Wirtz und Lebende und Verstorbene der Familie Wirtz-Voss. Als Jahresgedächtnis für Resi Pelzer und Paul Pelzer, als Jahresgedächtnis für Eheleute Anton und Anna-Maria Leggers, geborene Lohmanns und Sohn Martin Leggers. Für Paul und Cornelia Mainz, geborene Leggers und lebende und verstorbene Angehörigen und Wilhelm und Maria Kohnen, geborene Hagmanns und lebende und verstorbene Angehörigen. Für die lebende und Verstorbenen der Familie Dahlmanns-Willingen, für die Eheleute Jakob und Anna Kremers, für Eheleute Theodor und Gertruda Fien und Maria Kremers Fien, für Sophie Erdweg und Familie Erdweg Hermanns und Geschwister Köhlen, für die lebende und Verstorbene der Familie Meg Morrison, Maas und Wolters, für Harry Christus und lebende und Verstorbene der Familie Christus Schürgers, für Josef Wenders, für Eheleute Heinrich und Lucia Dahlmanns, Eheleute Peter und Helene Hellen, Heinz Dürr, Eheleute Johann und Katharina Gleuters und lebende und verstorbene Angehörigen und für Toni Beckers und lebende und verstorbene Angehörigen. Liebe Schwestern und Brüder, im Ruf zur Umkehr offenbart sich Gott als der, zu dem man umkehren kann. Eine geduldige, wartende, verzeihende Gott. Er öffnet den Menschen einen Weg, den sie von sich aus weder finden noch gehen können. Den offiziellen Vertretern der Religion ist es damals und später schwer gefallen, an ihrer eigenen Erschaffenheit zu zweifeln und an Bekehrung zu denken. Nur bei den Sündern, bei den Zöllnern und Dirnen fand Jesus die Bereitschaft, sich zu bekehren. Sie sind es, die im heutigen Evangelium, im Gleichnis, das Jesus da erzählt, zuerst Nein gesagt, später aber Ja getan haben. Und so, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir jetzt bekennen, dass wir gesündigt haben, und wir sprechen das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und eure Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Oh,
Lasst uns beten. Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, wenn uns auch Schuld belastet. Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder, wenn es Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid einander untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heiles. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel. In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist gütig. Amen.
und gerecht ist der Herr. Darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. Die Demütigen leitet er nach seinem Recht. Die Gebeugten lehrt er seinen Weg. So spricht der Herr, meine Schafe höre auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Der Herr sei mit euch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute in Weinberg. Und er antwortete, ja, Herr. Ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, der zweite. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage nichts Neues, wenn ich sage, dass die christlichen Gemeinden in unserer Gesellschaft immer kleiner und die Zahl der in einer Seelsorgeeinheit zusammengefassten Gemeinden immer größer wird. Nur noch mit Mühe und unter viel Einschränkungen lässt sich die bisherige flächendeckende Pfarr- und Seelsorgestruktur durchhalten. Die immer schon entscheidende Frage, wie als Christen leben, bekommt heute eine neue Dringlichkeit und Brisanz in der Frage, wie als Gemeinde Jesu Christi in unserer Gesellschaft leben. Und da wird der Blick
auf die frühen kleinen Gemeinden der ersten und zweiten Jahrhunderts in einer eben noch nicht vom Christentum geprägten Gesellschaft immer hilfreicher. Gerade diese Gemeinden können unsere Sicht für das Wesentliche schärfen. Und sie können uns vor der Resignation schützen sowie neue Perspektiven geben und Mut machen, in unserer Gesellschaft glaubwürdig als Christen zu leben. Blicken wir, liebe Schwestern und Brüder, blicken wir deswegen auf die erste christliche Gemeinde in Europa nach Philippi. In der Lesung hörten wir einen Teil aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde schrieb. Im Verlauf seiner zweiten Missionsreise kam Paulus um das Jahr 50 nach Philippi, das in Ostmazedonien liegt. Hier gründet Paulus die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Diese Gemeinde wuchs ihm besonders ans Herz und er blieb ihr immer tief verbunden. Paulus wurde von ihr mehrfach unterstützt und nur von dieser Gemeinde ließ er sich auch finanziell helfen. Gleich zu Beginn des Briefes, wir hörten es, fällt die besondere freundschaftliche Verbundenheit zwischen Paulus und die Gemeinde in Philippi auf. Das ist das Erste, was wir als Gemeinde von Christen in einer dem Christentum weithin fremd gewordenen Gesellschaft lernen können. In einer christlichen Gemeinde wird es heute immer mehr auf ein persönliches, freundschaftliches, von Wohlwollen, ja von Herzlichkeit und Liebe geprägtes Verhältnis untereinander ankommen. Und gerade darin müsste und könnte die Kraft der Christen, die Stärke der Gemeinschaft von Christen, die Kraft der christlichen Gemeinde liegen. Obwohl es auch und gerade in den ersten christlichen Gemeinden viele Konflikte und harte Auseinandersetzungen gab, die Briefe des Apostels Paulus geben gerade davon Zeugnis, umso mehr ließen sich aber die Christen auf den alles entscheidenden Grund ihres Daseins hinweisen und festlegen, eben auf ihre Einheit in der Liebe. Und die damalige Umwelt wurde auf die Christen vor allem durch deren verständnisvolles, helfendes und gütiges Umgehen miteinander aufmerksam. Seht, wie sie einander lieben. Das, liebe Mitchristen, das wurde für viele zum Markenzeichen der Christen. Und gerade darin entfaltete sich ihre missionarische Dynamik. Liebe Schwestern und Brüder, trotz aller Verschiedenheit ist unsere Liebe zueinander nur möglich, weil sie von der Liebe Gottes in Jesus Christus getragen wird. Der Glaube daran, dass allein der Mensch das Glück und das Heil für den Menschen schaffen kann, der Glaube daran, dass allein der Mensch der Garant des Lebens und der Fülle des Lebens ist, dieser Glaube hat sich als mörderischer Irrglaube erwiesen. Der allein auf den Menschen bauenden Humanismus ist gescheitert und wird auch weiterhin zu Lasten des Menschen und der gesamten Schöpfung scheitern. Auch in dieser Corona-Krise wird unsere menschliche Unzulänglichkeit, ja geradezu Ohnmacht, wieder bewusst. In Jesus Christus hat Gott den Menschen und die ganze Schöpfung gerade in ihrer Gebrochenheit endgültig und unwiderruflich angenommen. Das im Glauben für das eigene Leben annehmen und durch unser Verhalten den anderen gegenüber bezeugen, das ist uns Christen auch und gerade heute aufgetragen. Liebe Schwestern und Brüder, wie unser Verhalten dementsprechend auszusehen hat, zeigt uns das Beispiel Jesu. Paulus fasst es in dem ältesten Christus-Hymnus zusammen, den er hier im Philipperbrief zitiert und mit dem ich schließe: Seid
untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Wir wollen jetzt das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Liebe Schwestern und Brüder, im Namen Jesu sind wir hier versammelt. Vor ihm tragen wir voll Vertrauen die Sorgen und Nöte der Menschen. Wir bitten um Gebet für den verstorbenen Josef Willems. Herr, schenke ihm den himmlischen Frieden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Ich bitte für den kleinen Kai, dass er die medizinische Versorgung bekommt, die er benötigt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten für die Erkrankten und für jene, die unter Quarantäne stehen, und für ihre Angehörigen. Sei ihnen nah. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten für unsere Kommunionkinder, die nun endlich den Leib Christi empfangen dürfen. Lass sie trotz der Corona-bedingten Einschränkungen eine wunderschöne Feier erleben. Möge ihr Herz für Jesus weit geöffnet sein. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du erhörst das Gebet deiner Kirche. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit und deine Güte. Dir sei Lob in Ewigkeit. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, nimm unsere Gaben an und öffne uns in dieser Feier die Quelle, aus der aller Segen strömt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seine Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihren Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Kosmas und Damian und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Helmut und die Gemeinschaft der Bischöfe, unserer Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebeten der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Christe, du Lamm Gottes, Gottes haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. So müssen auch wir das Leben hingeben für die Brüder. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele verlangt nach dir. Da ich dich jetzt nicht in der heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich innig, komme in geistiger Weise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich empfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Thank you.
für uns bereit, mit Christus zu leiden, damit auch wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gleich geht es noch weiter mit der Andacht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.
Herr Jesus Christus, hier gegenwärtig, im allerheiligsten Sakrament, bekennen wir, dass wir Sünder sind. Herr, du kennst uns. Wir sind weder gut, noch ganz schlecht, weder gottlos noch gerecht. Herr, wir hoffen auf dein Heil, obwohl wir dir nicht treu gedient haben. Mit unserem Weizen ist Unkraut vermischt, und der gute Samen wächst unter den Dornen auf dem Acker unseres Lebens. Sei uns barmherzig, Herr, mit unserem Wankelmut, unserer Unsicherheit. Herr, erbarme dich. Sakrament. Wer auch mit dir gebrochen hat, er kann immer zu dir zurück. Denn nichts ist unheilbar vor dir. Unwiderruflich allein ist deine Liebe und Barmherzigkeit. Wir bitten dich, erinnere uns an deines Namens Jesus. Gott rettet, damit wir uns dir anvertrauen können, damit dein Vater auch unser Vater sein kann. Schenk uns seine Liebe, die sich stärker wie der Sünde und der Tod gezeigt hat. Christus, erbarme dich. Sakrament. Du weißt, wie sehr wir gefährdet sind und dass wir als schwache Menschen nicht standhalten können. So mache uns gesund an Leib und Seele, und was wir für unsere Sünden leiden, lass uns mit deiner Hilfe besiegen. Vergib uns, wo wir gerade in dieser Zeit der Corona-Krise zu wenig unsere Hoffnung auf dich gesetzt haben und zu wenig von dir führen haben lassen. Schenke uns heute und alle Tage dein Erbarmen, deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Herr, erbarme dich. Salvatio.
den Willen seines Vaters erfüllt. Diese Worte Jesu sind für jeden von uns eine große Herausforderung. Nicht nur die führenden Juden, die sich immer auf Gott und seine Gebote beriefen, haben den Willen Gottes nicht erfüllt. Das passiert uns heute genauso. Wobei der Wille Gottes nicht so sehr darin besteht, eine übermenschliche Leistung zu erbringen, sondern zu glauben. Und hier bezieht Jesus das zunächst nur auf Johannes den Täufer. Wer behauptet, den Wegen Gottes zu folgen, der muss auch erkennen, wenn eine Bote Gottes kommt, der Wegweisung gibt im Namen Gottes. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur für den führenden Juden damals, es gilt auch heute. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Es sind jetzt nicht die angesprochen, die sich gar nicht auf Gott und Jesus berufen. Jetzt sind die angesprochen, die den Namen Jesu anrufen, die sich als Christen bekennen. Erfüllen wir auch den Willen Gottes? Ganz gewiss geht es da in allererster Linie um das Glauben, um das Gottvertrauen, darum, dass man sich wirklich Jesus hingibt und nicht nur sein eigenes Leben nach eigenem Gutdünken führt, dann aber Gott um seinen Segen dazu bittet. Ich kann eine falsche Entscheidung treffen und Gott bitten, dass er mich segnet. Richtig wäre aber gewesen, den richtigen Weg einzuschlagen. Dann würde Gott das auch segnen. Nur den Namen Gottes im Mund zu führen, ohne seinen Willen zu tun, das ist zu wenig. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Dieses Evangelium macht uns demütig. Wer kann denn sagen, dass er immer den Willen Gottes erfüllt? Immer wieder mischt sich der Eigenwille in unser Tun. Immer wieder laufen wir vor dem Kreuz davon, obwohl das die Ströme der Liebe in uns zum Fließen bringen würde. Aber bitten wir den Herrn, dass er uns seinen Heiligen Geist senden möge, dass wir heute so gut wie möglich im göttlichen Willen leben. Lasst uns beten. Jesus, ich spüre, wie mich deine Worte demütig machen. Ich bin nicht immer der, der deinem Willen befolgt. Ich sage zwar, dass ich es will, aber ich bleibe immer wieder dahinter zurück. Bitte, hilf mir, deinen Willen zu leben. Bitte, sende mir deinen Heiligen Geist, damit ich immer mehr im göttlichen Willen lebe.
So wollen wir jetzt beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir danken dir, dass du uns Hoffnung schenkst. Es gibt keine Notlage, die so groß ist, dass du nicht helfen könntest. Hilf uns in diesen Zeiten der Not. Steh uns bei. Bewahre uns vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Krankheit und hilf uns bald wieder zum normalen Leben zurückkehren zu können. Bitte schenke uns die Gnade, in einem Leben der gläubigen Hinwendung zu dir Heil und Rettung zu finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Celo prestitis dies, omne delectamentum inseharentem, oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tu memoriam relequisti, tribuveque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis jugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.